Was ist der wichtigste Indikator der Welt? Auf welchen einfachen Indikator gucken Fondshäuser wie Privatinvestoren gleichermaßen? Welcher Indikator wird am meisten in der Presse erwähnt und hat deswegen schon alleine aufgrund seiner Bedeutung eine selbsterfüllende Prophezeiung? Den Indikator kennen die meisten, die dieses Video sehen, sehr wahrscheinlich. Er ist sehr bekannt und er ist auch sehr verlässlich. Das habe ich herausgefunden in einem Backtest, der bis 1928 zurückgeht, den ich in diesem Video auch vorstellen möchte. Von welchem Indikator spreche ich nun? Ich rede von der 200-Tage-Linie, also dem einfachen arithmetischen Durchschnitt aus den letzten 200 Handelstagen. Diese werden genommen und gemittelt und damit habe ich eben einen gleitenden Durchschnitt zum aktuellen Markt. Und die Grundidee ist sehr einfach, wenn der Markt hier uns zum Beispiel im Beispiel der DAX im Tageschart, wenn der Markt über diesem 200-Tages-Durchschnitt handelt, dann ist es leichter, auf steigende Kurse zu setzen, dann fließt vielleicht mehr Geld rein, die Psychologie ist besser. Und wenn er darunter handelt, ist es eher ein negatives Signal, wo man vielleicht auch mal in die Kasse gehen kann. Und der Backtest ist da sehr eindeutig. Ich werde ihn gleich vorstellen. Vorher aber an den aktuellen Rand geschaut. Also hier im DAX, wie kann ich mir den 200-Tages-Durchschnitt anschauen? Hier nichts Besonderes, keinen geglätteten Durchschnitt oder hier auch keinen exponentiellen Durchschnitt, sondern einfach nur den arithmetischen Durchschnitt, den sogenannten Simple Moving Average aus dem Englischen oder gleitenden Durchschnitt, den es in jedem Chartprogramm auf jeder kostenlosen Internetplattform gibt. Unter anderem hier natürlich auch bei TradingView, dem Chartprogramm, was ich gerne nutze, unter Indikatoren einfach dann oben in die Suche eingeben, gleitender Durchschnitt oder hier schon als Favorit bei mir gleitender Durchschnitt auswählen. Dann sehe ich, es kommt eine dünne blaue Linie in den Chart rein. Die kann ich hier noch präzisieren, weil das ist der 9-Tages gleitende Durchschnitt. Wir haben ja von dem 200-Tages gleitenden Durchschnitt gesprochen und wir schauen uns das auch etwas besser an, indem wir den Stil hier verändern, ein bisschen dicker die Linie machen. Und da sieht man schon, der DAX war lange, insbesondere natürlich nach dem Corona-Crash, über der 200-Tage-Linie. Es gab einen Ausreißer hier im November, wo wir mal kurz darunter waren, Oktober, November, aber danach waren wir wieder deutlich darüber und aktuell ist es ein bisschen schwieriger geworden. In der 9-monatigen Seitwärtsphase tanzt der Markt ein bisschen um diese 200-Tage-Linie und aktuell sind wir sogar in einer Situation, wo man eher davon ausgehen kann, dass es mehr Volatilität am Markt gibt, wo es nicht ganz so leicht ist, Investmententscheidungen zu treffen, zumindest wenn man den Backtest seit 1928 glaubt und wo eben auch ein bisschen mehr Risiko vielleicht an den Märkten zu finden ist. Warum der Indikator wichtig ist, wie er auch bei Aktien wirkt, darauf gehe ich gleich ein, vorher aber auch ein Blick in die wichtigeren Märkte, denn der DAX ist natürlich für uns lokal in Deutschland interessant, aber hier wird nicht das globale Geld verteilt, sondern das sitzt natürlich in den USA, wo ein S&P 500 eine viel höhere Marktkapitalisierung hat und natürlich auch von Investoren viel mehr und genauer begutachtet wird als der DAX. Und auch hier ähnliches Verhalten, lange Aufwärtsphase. Hier gab es nicht mal diesen Rücksetzer, den wir im DAX gesehen haben. Sehr lange Aufwärtsphase, sehr lange waren wir über diesem gleitenden Durchschnitt, über dieser 200-Tage-Linie und aktuell steht das Signal hier auch positiv auf Kaufen. Wir sind darüber, wir sind also über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage im aktuellen Kurs. Hier wäre eben die Marke bei 4.440 ungefähr, wo man dann eben wieder einen Signalwechsel hatte. Alles darüber ist eben per se leicht positiv, alles darunter ist eben eher negativ. Das reicht sicherlich nicht für einen kompletten Investmentprozess, aber es reicht zumindest in der historischen Betrachtung, um ein Buy-and-Hold-Investment mit Faktor 6 zu schlagen. Das ist schon eine ganze Menge, allerdings natürlich auch in einem sehr langen Zeitraum mit einigen Höhen und Tiefen. Und dieser Indikator kann eben unterstützen, obwohl er sehr einfach ist. Und natürlich auch sehr bekannt. Also im S&P steht das Zeichen momentan auf Kaufen. Vielleicht ein Wort der Warnung noch, wenn wir uns jetzt hier den Corona-Crash angucken, dann sieht es ja ein bisschen so aus in der Rückbetrachtung. Okay, hier ist der blaue Indikator unserer 200-Tage-Linie. Wir waren dann hier runter. Das heißt, hier hätten wir verkauft. Hier wären wir wieder eingestiegen. Das wünscht man sich natürlich als Investor, wenn man das sauber backtestet. Dann ist es leider nicht der Fall. Warum? Dieser Indikator, der schreibt ja jeden Tag eine neue Information dazu. Die älteste, also der Kurs vor 200 Tagen fällt raus und der neue Schlusskurs kommt dazu. Das heißt, es ist ein sehr träger Trendfolgeindikator, der eben gerade in der Rückschau so den Rückschaufehler hat. Das heißt, hier sind ja schon 200 Handelskurse mit drin, auch die zukünftigen, das hat man nicht. Das heißt, wenn man den Indikator betrachtet, muss man den sauber mathematisch backtesten. Am aktuellen Rand funktioniert das. Den Backtest schauen wir uns da auch gleich an. Wie gesagt, in der historischen Betrachtung ist er tendenziell, wenn man es sich visuell im Chart anschaut, etwas zu positiv. Nichtsdestotrotz, es funktioniert. Und einen letzten Markt möchte ich noch zeigen. Das ist die Technologiebörse, die Nasdaq, wo wir eben momentan auch unter der 200-Tage-Linie handeln. Die Nasdaq ist ja sehr schlecht ins Jahr gestartet. Insbesondere hochverschuldete Unternehmen haben hier deutliche Kursverluste gesehen. Und es hat eben auch dazu geführt, dass wir
unter dieser 200-Tage-Linie handeln und momentan deswegen auch für mich zumindest im Style etwas mehr Value präferiert unterwegs sind und Growth, also sprich Technologie, hauptsächlich Aktien, eher meiden, weil diese Indikation uns das angibt. Es ist ja einfach, aber es kann einem einen Vorteil bringen. Schauen wir uns den Backtest nochmal an und ich habe die Strategie hier auch nochmal ausführlich zusammengefasst. Ich gehe nur kurz darauf ein, weil das meiste hatte ich schon verbal gesagt. Also ob wir drüber oder drunter sind, ist für die 200-Tage-Linie doch entscheidend. Wenn man sich das seit 1928 anguckt, kann man einen klaren Vorteil bekommen. Was habe ich gemacht? Ich habe eben in einem Excel-Sheet mal getestet, was tatsächlich los ist, wenn der Markt unter der 200-Tage-Linie handelt, also diesem arithmetischen Mittel, dem sogenannten Durchschnittswert oder darüber. Und ich habe herausgefunden, die blaue Linie, also ein Investment nur über der 200-Tage-Linie, schneidet 6-mal besser ab als ein Investment mit Buy und Hold. Das ist die eine Komponente. Wir haben eine deutliche Mehrrendite über eine lange Zeit. Die andere Komponente ist auch, wenn wir unter der 200-Tage-Linie handeln, ich also entsprechend hier in meiner blauen Strategie die Kasse halte, wenn wir unter der 200-Tage-Linie handeln, dann haben wir auch eine erhöhte Volatilität. Das bedeutet, der Markt ist eben schwankungsanfälliger, heißt also hier unter der 200-Tage-Linie. Es ist auch schwerer, die Renditen zu bekommen im Buy und Hold, weil sie eben mit mehr Risiko bezahlt werden müssen. Dann schauen wir uns die logarithmierte Darstellung nochmal an. Die ist etwas besser für solche langfristigen Betrachtungen geeignet. Wo ist der Indikator stark? Wo funktioniert die 200-Tage-Linie besonders gut? Ganz klar, wenn wir eben deutliche Abwärtsphasen haben, also Buy und Hold nach 29 mit dem größten Börsencrash aller Zeiten, wäre natürlich schlecht gewesen. Und da sehen wir hier in der horizontalen Linie, da war der Markt, der S&P, lange, lange, lange unter seinem 200-Tages-Durchschnitt, ist dann auch entsprechend wieder reingegangen, hat dann eben hier in der Seitwärtsphase in den 40er Jahren auch ein Stück weit eine Outperformance gebracht. Auch die Jahre danach hat er funktioniert. Insbesondere war er immer gut, wie zum Beispiel in den 70er Jahren, wo sich ja auch 73, 74 der S&P halbiert hat und eben hier an dieser Seitwärtsphase der blauen Linie erkennt man das grob, der Markt eben lange Zeit unter der 200-Tage-Linie war und mit der Strategie einfach Kasse gehalten wurde. Oder natürlich auch 2001 und 2 mit der Dotcom-Bubble, auch da hat die Strategie geholfen. Auch bei Lehman Brothers mit den langen Abwärtsphasen hat die Strategie eine zusätzliche Rendite gebracht. Zuletzt war es ein bisschen schwieriger, das sieht man hier. In den letzten 10 Jahren ist Buy and Hold stärker angestiegen als die blaue Linie. Das liegt einfach daran, dass zum Beispiel im Corona-Crash diese V-Bewegungen nicht so gut angenommen wurden oder natürlich auch durch den geldpolitischen Stimulus, durch diese massiven Ausweitungen der Notenbankbilanzen und natürlich auch die Regierung, die gerade nach Corona sehr viel Geld dem Markt zur Verfügung gestellt haben, dass es da immer gut war, beide Dip zu machen und beide Dip, also den Rücksetzer zu kaufen, hier natürlich bei der 200-Tage-Linie dann immer wieder auch zu einem Stop-Loss geführt hätte. Unter der 200-Tage-Linie waren wir nicht investiert. Dann ist der Markt wieder hochgeschossen. Wir hätten nicht die ganze Aufholbewegung mitgemacht, wie es im Corona-Crash auch gewesen wäre. Wir hätten also hier in den letzten 10 Jahren eher mit dem Indikator gegen Buy und Hold verloren. Heißt das, dass er falsch ist? Heißt das, dass er schlecht ist? Nein. Wenn man daran glaubt, dass jetzt mit der Zinsentwicklung auch tendenziell durch Inflation höhere Zinsen kommen, dann sollte eben dieser Stimulus auch geringer werden und dann sollte eben uns dieser 200-Tages-Indikator auch gut vor dem nächsten Crash schützen, sollte uns eben hier auch einen Vorteil bringen. Nicht nur im S&P, sondern auch in anderen Märkten, hier zum Beispiel dargestellt im DAX, auch da insbesondere natürlich nach der entsprechenden Dotcom-Bubble hat dieser Indikator gut funktioniert oder eben auch hier bei Lehman Brothers. Zuletzt war er auch etwas schlechter, weil der DAX auch ein schönes V vollzogen hat, hat er etwas Seitwärtsphase hinter sich, aber wenn dieser geldpolitische Stimulus nicht mehr so extrem ist, dieses Buy-the-Dip-Verhalten vielleicht in Sell-the-Rally übergeht, dann sind die 200 Tage durchaus eine gute Indikation. Ja, warum funktioniert es so einfach? Warum kann ich eben hier Faktor 6 auch in der Rendite mehr verdienen? Es liegt sicherlich an der Bekanntheit, an dieser Präsenz, die eben der 200-Tages-Durchschnitt genießt und vielleicht auch ein Stück weit an der Emotionalität, weil ich glaube daran, wenn die Märkte steigen, fühlen sich die Investoren wohl, sie werden leichter, schneller Geld auch neu investieren und wenn man unter der 200-Tage-Linie ist, dann sieht es eben nicht ganz so gut aus. Dafür auch hier nochmal der Hinweis, wenn wir unter der 200-Tages-Linie sind, ist die Volatilität im S&P, die durchschnittliche Schwankung größer, als wenn wir darüber sind. Das spricht eben einfach auch dafür, dass das Investorenverhalten vorsichtiger agiert, wenn man eben eh schon in einem Bärenmarkt ist, wenn die Märkte fallen. 200 Tage, das sind ja ungefähr so 10 Monate, was die Handelstage angeht. Das ist eben auch eine Indikation, die für Trendfolge sehr relevant ist oder auch für Momentum. Man guckt eben auf diese größeren Trends und wenn es dann hier 10 Monate nach oben oder unten geht, ist natürlich die 200-Tages-Linie auch massiv mit beeinflusst und da kommt es eben immer wieder auch zu diesen Trendsignalen. Es gibt 7 Transaktionen im Durchschnitt im Jahr, das ist eine ganze Menge.
in Phasen wie jetzt nach dem Corona-Crash geht es auch mal 400 Tage nach oben, ohne dass es ein Signal gibt. Wenn wir jetzt eher Seitwärtsmärkte haben, gibt es natürlich sehr viele Signale. Und da ist gerade dieses Tanzen auch natürlich im Signal nicht besonders gut. Es gibt 4, 5, 6 Fehlsignale, bis es dann einen sauberen und langen Trend gibt. Das funktioniert aufgrund der selbsterfüllenden Prophezeiung, weil viele Marktteilnehmer raufgucken. Und ich glaube auch, weil eine gewisse Psychologie dahinter steckt. Und als Fazit kann man sagen, die 200-Tages-Linie bringt einen einfachen Vorteil. Sie funktioniert nicht so gut in einem Seitwärtsmarkt, sondern am besten natürlich in klaren Trendmärkten. Und auch bei sogenannten V-Formationen funktioniert sie nicht besonders gut. Was aber auch schön ist und was ich jetzt nur kurz zeigen kann aufgrund der Zeit ist, dass sie eben auch sehr gut bei einzelnen Aktien funktioniert. Also hier meine Darstellung zum Beispiel 200-Tages-Linie bei Apple. Hier sehen wir eben auch, das Investment nur über der 200-Tage-Linie hätte in Apple deutlich besser abgeschnitten als in Buy and Hold oder auch hier für die Allianz. Ähnliches Bild, nicht ganz so positiv, aber auch hier hätte die 200-Tages-Linie geholfen oder auch bei einer Deutschen Telekom auch hier nicht ganz so gut. Aber die 200-Tages-Linie hat uns zumindest eine gewisse Indikation gegeben. Heißt also zusammengefasst, man kann die 200-Tage-Linie nutzen als einen wichtigen Bestandteil seines Investmentprozesses. Sollte eben eher über der 200-Tages-Linie investieren, weil das Geld reinfließt, weil die Volatilität geringer ist. Und gerade bei langen Abwärtsphasen sollte man unter der 200-Tage-Linie doch bei Einzelaktien, aber auch im Markt insgesamt vorsichtiger sein.